Alright, let's go. Wir gucken der größte Betrug im deutschen Fernsehen. Sehr gespannt. Let's go. Hey, Jonas hier. Dieses Video wird wieder von Marcel aus unserem... Oh, nö! Nee, der ist auch cool. Ich bin nächste Woche wieder am Start. Viel Spaß. Es ist der Abend des 4. März 2017. 3 Millionen Menschen in ganz Deutschland sitzen vor ihren Fernsehern. Die Verleihung der goldenen Kamera ist... Oh, übrigens, sorry, das muss ich noch mal ganz kurz sagen, bevor wir anfangen, so richtig reinzustarten. Ich werde jetzt auf wirklich jedes Simplicissimus-Video reagieren. Diese Videos geben am meisten CPM auf dem Reaction-Channel. Bro, die haben so eine 7er CPM aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, Digga. Das ist eine Geldmaschine hier. What the fuck? Danke, Jungs, ihr seid die Besten. Und Menschen in ganz Deutschland sitzen vor ihren Fernsehern. Die Verleihung der goldenen Kamera ist in vollem Gange. Die deutsche Medienelite hat sich für dieses prestigeträchtige Event versammelt. Auch internationale Stars sind mit dabei. Nicole Kidman, Colin Farrell und Jane Fonda sitzen im Publikum. Die Spannung ist kaum auszuhalten, als der Preis für den besten internationalen Film La La Land vergeben wird. Ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass jetzt der Atze kommt von Wetten, dass mit dem Lambo. Da musste ich gerade irgendwie dran denken, als ich dieses Intro gesehen habe. Aber ich glaube, da gab es jetzt nicht so richtig einen Betrug. Aber da musste ich irgendwie gerade denken, you know? Hat die goldene Kamera es wirklich geschafft, einen der Hauptdarsteller des Films, Ryan Gosling, nach Hamburg zu bekommen? Steven Gätjen moderiert den Schauspieler an. Hier ist der one and only Ryan Gosling. Der Rest ist Fernsehgeschichte. I'm Ryan Gosling. Joko und Klaas haben einen Fake Ryan Gosling in die Preisverleihung eingeschleust. Goslinggate macht weltweit Schlagzeilen. Dies ist die Geschichte des größten Betrugs im deutschen Fernsehen. Und dass das funktioniert, das ist einfach richtig krass. Hast du das damals nicht gesehen? Nee, ich kenne das noch nicht. Auf Awardshows geht es oft gefährlich zu und Stars erleiden diverse Berufsunfälle. Egal ob... Ey, ich habe das letztens wieder gesehen, Bro. Ich habe diesen Will Smith Slap einfach vollkommen vergessen. Das ist schon wieder so lange her, Bro. Ich kenne den Sound so random. Es ist oft gefährlich zu und Stars erleiden diverse Berufsunfälle. Ehrlich. Egal ob Promi oder nicht, es kann Sinn machen, sich für den Fall einer Berufsunfähigkeit abzusichern. Hier kommt Clark ins Spiel. Clark kann dich zu deiner aktuellen Situation... Ah, sorry, ich sag nichts. Geile Werbung, Leute. Seit 1966 werden in Deutschland jährlich goldene Kameras für besondere Leistungen in Film und Fernsehen verliehen. 1985 wurde die Preisverleihung das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt und war ein Riesenerfolg. 1990 sahen über 12 Millionen Menschen die Veranstaltung. Die goldene Kamera hat für viele denkwürdige Momente gesorgt. 2006 erhielt Rudi Carrell wenige Monate vor seinem Tod zum Beispiel eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Die Moderatorin Monika Lierhaus gewann 2011 einen Ehrenpreis, nachdem sie 2 Jahre zuvor nach einer OP für mehrere Monate im Koma lag. 2017 ist die goldene Kamera allerdings längst über ihren Zenit hinweg. Bro, what the fuck ist passiert, Digga? Was geht jetzt ab? Annette Frier und Matthias Matschke kündigen hier tanzend die beste Schauspielerin Deutschlands an. Den Zuschauern steht die Fremdscham ins Gesicht geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass ein falscher Hollywood-Star den Abend retten wird. Springen wir ein paar Monate zurück. Die Moderatoren Joko und Klaas und ihr Zirkus Halligalli-Team beschließen, der goldenen Kamera einen Star zu schenken. Zirkus Halligalli war der Übershit, ne? Ey, mich wundert es wirklich, dass ich das nicht gesehen habe. Oder ich habe einfach ein fucking Gehirn wie ein Sieb, Alter. Weil ich habe eigentlich fast alles davon geguckt. Wann kam das immer? Montag oder so? Wir haben da alle vor dem Bildschirm gehangen. Wir haben da in der Schule drüber gesprochen. Das war so geil. Das war wirklich nice. Sie schmieden einen Plan. Ein Mann spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Mein Name ist Ludwig Lehner. Ich bin Koch aus München und nebenbei Ryan Gosling Double. Die goldene Kamera vergibt regelmäßig Preise an internationale Stars. Meryl Streep, Daniel Craig, Clint Eastwood, Robert De Niro. Joko und Klaas sind sich deshalb sicher, dass Ryan Gosling mit offenen Armen empfangen werden würde. La La Land erscheint Ende 2016 und wird zum Kassenschlager. Im Februar 2017 wird der Film mit 7 Golden Globes und mehreren Oscars ausgezeichnet. Ryan Gosling spielt eine der beiden Hauptrollen im Film. Das kann die goldene Kamera sich nicht entgehen lassen.
Aber wie vermittelt man einen hochkarätigen Hollywood-Star? Joko und Klaas geben sich als eine renommierte PR-Agentur namens Konrad Herz und Gravemann aus. CHG kann dabei natürlich auch für Zirkus Halligalli stehen. Das habe ich schon mal gesehen, doch. Doch, mein Gehirn erinnert sich langsam. Sie bauen eine Website mit authentischem Star-Portfolio und kontaktieren dann die goldene Kamera. Das habe ich schon mal gesehen. Ryan Gosling sei im März für ein Werbedreh in Deutschland und könne gerne bei der Preisverleihung vorbeischauen. Die Mail unterzeichnen sie als Katharina Dolus. Dolus ist Latein und bedeutet Betrug oder Täuschung. Oh mein Gott. Die goldene Kamera beißt an. Wird da eben wirklich nur schnell reinhuschen, sag ich mal? Ja oder nein? Wir haben angegessen. Ryan will natürlich nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn er auch einen Preis verliehen bekommt. Colin Farrell soll aber... Da muss ich kurz eine kleine Story erzählen. Ich habe in Barcelona, wir hatten nichts, was wir gucken konnten. Dann musste ich Fernsehen gucken und ich schäme mich fast schon dafür. Aber ich habe ungefähr eine Stunde lang die perfekte Chartshow geguckt, Bro. Und da hast du ja immer, wenn dann so diese Charts da gezeigt werden, hast du ja immer so Leute, die dann so in so einem Greenscreen sitzen und dann so da drüber irgendeine Scheiße labern. Und dann kam da eine Kategorie, die besten 5 Musikvideos. Und es war die ganze Zeit 24 Tim dabei, okay? Auch schon davor. Und bei den besten 5 Musikvideos kam so, no joke, so internationaler Shit auf Platz 5, so Rihanna. Dann kam so A$AP Rocky oder so. Dann kam so, Bruder, keine Ahnung, Lady Gaga, keine Ahnung, ich erfinde irgendwas gerade. Und dann auf Platz 2 so voll random einfach 24 Tim, Digga. Und auf Platz 1 war dann wieder so irgendjemand Internationales. Das hat in my opinion gar keinen Sinn gemacht und war 100%ig vorher mit dem Management abgesprochen. Weil, Bro, das hat überhaupt nicht da reingepasst. Bro, die haben einfach gesagt, der kommt nicht, wenn der nicht da drin ist. 100%. Anders kann das keinen Sinn machen. No joke. Das war so scuff. Colin Farrell soll aber bereits bester internationaler Schauspieler werden. Ein paar Telefonate später findet sich eine Lösung. Ryan Gosling bekommt stellvertretend für das gesamte La La Land Team die Auszeichnung Bester Film International. Joko und Klaas sind ihrer goldenen Kamera zum Greifen nah. Das Einzige, was mir so durch den Kopf ging, bis zum Tag X, hoffentlich geht das alles gut, weil man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Das Zirkus Halligalli. Ja, aber man sieht, also, vielleicht liegt es daran, dass wir es wissen, aber der sah doch jetzt nicht aus wie Ryan Gosling, oder? Galli-Team mietet eine Suite in der Nähe des Veranstaltungsortes in Hamburg. Also er sieht schon ähnlich aus, aber ich meine, man erkennt doch, dass er es nicht ist, right? Gehen sie nochmal alles durch. Ryan taucht in der Mitte der Veranstaltung auf. Kein roter Teppich, keine Interviews, eigene Sicherheitskräfte. Direkt in die Garderobe, dann mit Sidestep auf die Bühne, goldene Kamera einsacken und abhauen. Dann ist es soweit. Sie fahren mit einem Van zum Veranstaltungsort. Ludwig hat eine dicke Winterjacke an, die Kapuze ins Gesicht gezogen. Sie machen sich auf den Weg zur Garderobe. Dafür müssen sie an etlichen Menschen vorbei und sogar einen Fahrstuhl benutzen, in dem sie ganz eng mit Mitarbeitern der goldenen Kamera beisammen stehen. Doch Ludwig wird nicht enttarnt. Man muss ja auch dazu sagen, ich hatte eine riesen Entourage. Also ich hatte einen Haufen Sicherheitsleute um mich rum, dass auch keiner auf die Idee kam, jetzt zum Kommen und sagen, hey, du bist doch der echte Ryan Gosling. Dann geht es hinter die Bühne. Ludwig steht direkt hinter Thomas Hermanns, dem Creative Director der Verleihung. Bevor es auf die Bühne ging, das war so der schrecklichste Moment. Weil zu dem Zeitpunkt hast du dann eigentlich schon realisiert, hey, das Ding könnte funktionieren. Wir könnten es wirklich auf die Bühne schaffen. Und jeder Schritt zu dieser Bühne hin, fiel mir einfach auch immer schwerer, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, du hast ja auch Angst, du weißt ja nicht, was passiert. Steven Gätchen moderiert La La Land an. Oh mein Gott, sorry, ich hatte die ganze Zeit die Maus da drauf. Oh mein Gott, es tut mir leid, sorry. Wich steht im Dunkeln vor der großen Tür zur Bühne, als Ausschnitte des Films gezeigt werden. Und dann ist es soweit. Ist das geil, ist das geil. Bro, aber no joke. Also, ja, wir wissen das und so. Okay, doch, in dem Moment haben Leute das gemerkt, oder? In dem Moment wohl ist es doch safe aufgeflogen. Oh, what the fuck? Dedicate this award to Joko and Klaas.
und widme Joko und Klaus diesen Preis. Herzlichen Dank. Oh mein Gott. Sagt man tschüss. Ludwig verliert keine Zeit. Er dreht sich um und eilt mit schnellem Schritt von der Bühne. Oh mein Gott. Das Team Gott. Und Ludwig hetzen aus dem Veranstaltungsgebäude. Es ist Joko und Klaus vollbracht. Der Preis ist in den Händen von Zirkus Halligalli. Für die goldene Kamera ist der Skandal eine unfassbare Blamage. Geil. Nicht nur konnte sich Fake Ryan bis auf die Bühne der Preisverleihung schleichen, ohne dass es jemandem auffällt, für ihn wurde sogar eine ganz neue Kategorie eingeführt. Scheinbar nur, damit man mit einem weiteren internationalen Hollywood-Star prahlen kann. Ja, aber ist doch immer so, oder? Also ich meine, so Award-Shows sind doch alle, gibt es nicht so eine Drag-Line irgendwie, das Shit is forced oder so? Ich weiß nicht, man, so Awards sind immer mega komisch. Vor allem, wenn es ein Online-Voting gibt, dann geht es einfach nur darum, wer hat seine Community am meisten drauf aufmerksam gemacht. Am nächsten Tag spricht ganz Deutschland vom Gosling-Gate. Der Hashtag und etliche Memes verbreiten sich im Internet. Auch im Ausland wird die Story aufgegriffen. That's not Ryan Gosling. It's a giant hoax. Here's the real Ryan. And here's the guy who... Bro, what the fuck? Wie hat das funktioniert? Digga, er sieht null aus. What the fuck? The producers of the award show in Germany. He's actually a cook named Ludwig Lehner. Die Daily Mail, das Time Magazine, doch schon der Hollywood Report. Ja, also schon ähnlich, aber man checkt schon. Sie alle berichten von der Aktion. Der amerikanische Talkshow-Host Conan widmet dem Prank einen Sketch. But watching that clip, I have to tell you, made me question whether or not maybe I could have been fooled as well. So I went back and I looked at some of the interviews I've done. Maybe it's possible. Take a look. Welcome, Ryan Gosling! Der Einzige, der sich nicht dazu äußert, ist der echte Ryan Gosling. Ende 2017 wird er allerdings in einem Bild-Interview gefragt, was er von seinen deutschen Doppelgängern hält. How do you feel about that? How do I feel about that? Your replica. You feel flattered? Yeah. And yet somehow very uncomfortable. That's right. Kurz nach dem Skandal kündigt die goldene Kamera an, dass sie ihr Sicherheitskonzept grundlegend überarbeiten will. Außerdem müssen Joko und Klaas ihre gestohlene goldene Kamera wieder zurückschicken. No joke. Hätten die auf korrekt den einfach geben sollen, einfach schenken sollen auf korrekt. 2019 wird verkündet, dass die goldene Kamera eingestellt wird. Oh. Aus mehr als 10 Millionen Zuschauern in den 90ern wurden deutlich unter 3 Millionen im Jahr 2019. 2020 soll Bruder, die haben einfach das Format gekillt. Die goldene Kamera das letzte Mal ausgestrahlt werden. Der Termin wurde dann aber aufgrund der Pandemie verschoben und die Verleihung fand bis heute nicht statt. Der 2017 eingeführte Goldene Kamera Digital Award, für den wir 2019 übrigens nominiert waren, wurde zuletzt 2020 verliehen. Zirkus Halligalli und Ludwig haben für ihre Aktion nicht die goldene Kamera, dafür aber eine andere Fernsehauszeichnung erhalten. Also das ist jetzt der Grimme-Preis. Der sieht unfassbar scheiße aus. Digga, was ein Scheißdesign. Bereich Unterhaltung. Und den haben wir dann dafür mega bekommen. Low für unser aus. The fuck? Und das war schon ein sehr schöner Moment in meinem Leben. Preisverleihungen nehmen sich selbst häufig schlichtweg zu ernst. Es geht ihnen um ihr eigenes Image. Je bekannter und renommierter die Gäste, desto besser. Dabei sollte eigentlich die Wertschätzung von Künstlern im Vordergrund stehen. Wir haben in Deutschland tatsächlich wirklich super Schauspieler. Und ich finde, dass die Aufmerksamkeit tatsächlich den deutschen Schauspielern gebührt und nicht Hollywood. Oder keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wen jucken solche Awardshows? I don't care. Ich habe das nicht verstanden. Aber ich weiß nicht, es scheint mega viele Leute zu jucken. Ich habe es für mich persönlich nie gecheckt. Die goldene Kamera hatte bereits... Außer natürlich die Domus und die Stream Awards, die sind mega geil. ...als vor Gosling Gate mit sinkenden Quoten und schwindender Relevanz zu kämpfen. Ebenso wie viele andere Awardshows. Die Oscars, Grammys und Emmys werden auch von immer weniger Menschen geschaut. Ja, immer weniger die Formate wirken teilweise aus der Zeit gefallen, als würden sie zwanghaft einer glanzvollen Vergangenheit hinterher trauern. Man erinnert sich am Ende oft nur an die vielen Skandale, die das glamouröse Image zerstören. Aber sehr. Yo, Taylor, Beyonce had one of the best videos of all time. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Cheers.
Hey, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Ja, danke und die CPM auf diesem Video hat mir auch gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, Freunde. Nee, Spaß beiseite. Geiles Video. Sehr geil. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.